So, einen guten Morgen wünsche ich euch. Ich schaue mal, ob diese Kameraposition so passt. Ja, ihr seht, wir sind heute in einem echten Bus. Wo ist denn jetzt die Kamera? Hier. So. Wie ja, fast schon angekündigt, sind wir heute in einem echten Bus und zwar in einem MAN A23. Genau, es ist so, wir werden jetzt erstmal ganz kurz einen Rundgang ums Fahrzeug machen und quasi die morgendliche Routine quasi machen. Und dann ist einiges an dem Fahrzeug zu tun. Das werden beziehungsweise einiges hat das Fahrzeug einen Fehler im Dachlüfter. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Ja, ihr seht, das Fahrzeug ist nicht mehr gerade der jüngste. Dementsprechend hat er auch schon einige Rostflecken hier. Ja, gut. Genau, ein Gelenkbus. Ja. Schaut erstmal alles soweit ganz gut aus. Gut, er hängt hier ziemlich runter. Na, so, was sagt das Kühlwasser? Das ist über Min, passt. Hält jetzt hier der Spaß von selber oben? Nein, natürlich nicht. Dann müssen wir das einmal irgendwie so machen. Hoppala. So. Mache ich mal ganz kurz den Ölstand nach. Ja gut, der hängt jetzt hinten ziemlich runter, weil der ist um einiges über Max, aber ich denke mal, das ist einfach nur, weil er extrem weit oben ist jetzt gerade. Weit unten ist, ja. Ansonsten passt an sich alles hier, mal ein paar Rostflecken wieder, da auch. Aber gut, Batterietrennschalter ist drin, passt. So, da haben wir auch wieder Rostflecken. Ja. So, dann würde ich sagen, lassen wir ihn jetzt einmal laufen, lassen ihn aufpumpen und dann zeige ich euch einmal schnell, was denn eigentlich der genaue Fehler an dem Fahrzeug ist. So, jetzt muss einmal hier schön hin. Oh, der Nebenverbraucher sogar noch Luft. Sehr schön. Nochmal Schlüssel. Schauen, ob ihr das jetzt. So, müsstet ihr ganz gut sehen jetzt. Meckert er denn eigentlich jetzt schon? Wahrscheinlich jetzt die ganze Vorratsdrücke. Oder? So. Dann lassen wir ihn einmal kurz ein bisschen warm laufen. In der Zeit können wir einmal einen Rundgang durchs Fahrzeug machen. Ja, die fangen jetzt an, sich natürlich einzustellen. So. Ja. Weiß ich, an sich ist das Fahrzeug recht selbst erklärend. Ist ein Stadtbus, Stadtgelenkbus. Wir haben hier schon einige Sachen, die jetzt dann demnächst mal überarbeitet werden müssten. Ja, jetzt kommen wir hier in den Nachläufer. Das Fahrzeug hat drei Entwerter. Und ja. Das hier, ach, das von außen, gut. Gut, haben wir wieder noch was, was wir heute machen müssen. Genau, das letzte Mal habe ich, oh, weil das sieht man noch, hier den dritten Türzylinder getauscht. Da gab es ja Bilder auf meinem Instagram-Account. Ja. Ja, genau, haben wir hier unseren Drehkranz oder unser eben das Gelenk. Ja. Schauen wir einmal, ob er jetzt hier irgendwie. Hat aber immer noch. Nee. Ja, können ja einmal kurz durchgehen, was das Fahrzeug so für Funktionen hat. Ja, ganz normal Dachlukensteuerung, Vorderwagen, nee, Vorderwagen, Nachläufer, Haltestellenbremse, Notlöse, Spiegelverstellung, dann eine normale Lüftungssteuerung für den Fahrer mit Umlufteinstellung, Knickschutz, Dachlüfter, Scheibenspiegelheizung, Podestheizung, Fahrgastraumheizung oder Podestlüftung,
Fahrgastraum, Lüftung oder Heizung. Dann haben wir hier die Standheizung, eine Glocke. Dann haben wir, oh ja, der Fahrersitz geht jetzt hoch, wunderbar. Dann haben wir unsere Einstellung für nämlich hier oben, ich weiß gar nicht, wie das ist gerade, hier oben haben wir nämlich noch eine Fahrerlüftung. Können wir also hiermit einschalten und auch in verschiedenen Stufen. Ja, genau. Dann haben wir Innenraumbeleuchtung, Kassettenbeleuchtung, Außenlautsprecher, Innenlautsprecher, Warnblinker, Retarder abschalten, Dauerbremse direkt, ASR abschalten. Dann haben wir ja ganz normal Tacho, Fernlichtkontrollleuchte, Blinkerkontrollleuchte, halt, ja, den ganzen Spaß. Unsere Gangwahlschaltung oder Gangstufenvorwahl, vorwärts, rückwärts, neutral. Türfreigabe, Tür 3. Tür 1, Tür 2 manuell. Eine Schulbusschaltung mit Linksblinker oder Rechtsblinker eben deaktivierbar, so wie ganz normal. Haltestellenbremse, Kneeling, automatisches Kneeling sperren, Fahrzeug auf Überniveau, Lifting und eben eine Display-Dim-Einrichtung, die sogar funktioniert, einwandfrei. Weiß nicht, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber da tut sich was. Und dann eben unseren Display-Durchschaltschalter und Reparier- bzw. Wegdrückschalter. Ja, Tachoscheibe ist glaube ich keine drin. Nein. Nur eine Blindscheibe, wenn überhaupt. Nee, auch keine Blindscheibe. Ja, warum sind wir in diesem Fahrzeug oder was hat dieses Fahrzeug? Es ist so, jetzt denkt ihr euch, ja, was hat er denn? Er hat ja gar keine Fehler. Ja, wenn wir nun aber einmal die Dachlüfter anschalten und hier einen Augenblick warten, werdet ihr merken, dass es gleich einmal piepst und wir eine Geldmeldung bekommen. Dachlüfterfehler. Sobald wir nun den Schalter wieder zurück machen und etwas warten, erlischt auch dieser Fehler wieder. Sollte zumindest. Nö. Ja, erlischt auch wieder. Genau. So, woran kann das nun liegen? Ganz kurz zur Erklärung. Was sind die Dachlüfter? Die Dachlüfter sind bei einem solchen Fahrzeug irgendwie, macht dieser Entwerter hier schlapp, den werde ich dann später wahrscheinlich noch austauschen. Die Dachlüfter befinden sich immer im hinteren Teil des Fahrzeuges und sind in unserem Fall hier und hier oben, müsstet ihr jetzt gesehen haben, ja. Wie funktionieren die Dachlüfter? Die Dachlüfter sind im Endeffekt dazu da, um die stickige und luftfeuchte Luft nach außen zu befördern und somit eben, dass die Scheiben im vorderen Teil des Fahrzeuges nicht beschlagen. Die tun hier bei uns allerdings überhaupt nichts mehr, die stehen in beiden Positionen, beziehungsweise in beiden Positionen des Schalters. Von wo aus werden die Dachlüfter angesteuert? Die werden von hier hinten angesteuert, vom Karosseriemodul A418, welches hier sitzt. Ich weiß gar nicht, ist die Kamera jetzt gerade da drauf? Ja, einigermaßen. Das sitzt hier. Der Rechner war schon kaputt. Den haben wir bereits getauscht, da habe ich bereits getauscht. Und jetzt sehen wir hier oben einen blauen Stecker. Darüber fließt nun die Leitung der Dachlüfter. Da habe ich mal nachgemessen, im ausgeschalteten Zustand, beim Motor an, aus, egal, fließt eine Prüfspannung mit 12 Volt und bei eingeschalteten Motor, beziehungsweise bei Position an, eingeschalteter Motor, die Aktivierungsspannung 24 Volt und bei ausgeschaltetem Motor Position an auch wieder nur Prüfspannung 12 Volt. Daraus können wir also schließen, dass die Dachlüfter nur mit 24 Volt funktioniert haben. Beziehungsweise nur mit 24 Volt und bei eingeschaltetem Motor eben funktionieren. So, jetzt ist es so, das Fahrzeug ist jetzt für heute quasi außer Dienst und wir können quasi daran reparieren. Nun, erstmal, wie kommen wir an die Dachlüfter? Ihr seht, denke ich mal, hier ist es oben recht dreckig. Das liegt daran, weil ich hier oben schon mal drin war, das aber noch nicht weiter sauber gemacht habe, weil ich da ja noch mal rein musste. Es ist relativ kompliziert, sage ich jetzt mal, an diese Dachlüfter heranzukommen. Wir müssen nämlich als erstes einmal die Dachluke entriegeln. Das heißt, wir entriegeln die Dachluke und können diese dann samt Kabel einmal hier raus befördern, quasi, dass sie uns nicht im Weg ist. Und jetzt seht ihr schon, ja, so sollte das eigentlich nicht sein.
Das ist jetzt auch nur eben zu Reparaturzwecken, haben wir eben die Möglichkeit, diese Dachluke hier einmal wegzudrehen. Jetzt müssen wir als nächstes diesen Rahmen hier abschrauben. Dazu brauchen wir einen Kreuzschlitz, welchen wir hier vorne in unserem Werkzeugkasten finden. Brauchen wir einmal, für welchen nehmen wir denn? Der ist zu klein wahrscheinlich. Oder irgendwas etwas Größeres, der ist gut. Und gehen also einmal hier hinter und schrauben den Rahmen ab. Der Rahmen ist hier befestigt mit 8 Kreuzschlitzschrauben, glaube ich, sind es. Hier, man sieht, die sind selbstschneidend und schneiden sich selbst oder sind Plastikschrauben eben. Das war jetzt nicht so intelligent. Und die schneiden sich dann eben in das Plastik hinein und befestigen somit den Rahmen. Wir lassen vorerst einmal links und rechts die Schrauben drin. Jetzt muss ich einmal schauen, wo jetzt die gerade hingefallen ist. Da ist sie. Da sind erstmal die vorderste und die hinterste Schraube drin, damit uns der Balken nicht gleich hier runter donnert. So. Natürlich macht man das hier alles schön mit der Hand. Dann könnt ihr natürlich einen Akkuschrauber nehmen, aber ja, haben wir jetzt nicht. Das bedeutet von Hand. So. Des Weiteren möchte ich hier noch einmal anmerken, müsste ich zwar glaube ich nicht, mache ich aber trotzdem mal einfach aus Sicherheitsgründen. Das hier, was ich jetzt gerade mache, sollten nur Personen machen, die auch wissen, was sie machen. Ich bin ein Laie in diesem Gebiet und somit ist das hier kein Fachvideo, sondern einfach ein Video, wo ich euch zeige, wie ich das auf eigene Gefahr mache. Des Weiteren, falls sich jetzt jemand fragt, ob ich das denn hier überhaupt darf. Ja, das ist, ich bin tätig in einem Busunternehmen, in einem kleinen Busunternehmen. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja, aber das ist doch ein VAG-Fahrzeug. Nein, das ist kein VAG-Fahrzeug mehr. Das Fahrzeug ist übrigens Ex-Wagen 652 der VAG. Der Wagen wurde Ende letzten Jahres verkauft und ist nun im Besitz bei Bus Company Franken. So. Genau, dann fangen wir einmal hier an. Schrauben den ganzen Spaß hier weiter ab. Ich weiß gar nicht, vielleicht überspringe ich auch diesen Teil, mache einen Zeittraffer draus. Zumindest ab jetzt dann. Es ist nicht mehr ganz so langweilig. Es geht auch dann irgendwann echt an die Kräfte, vor allem die Scheiße hier wieder reinzuschrauben. Weil das halt echt dumme Arbeitspositionen sind, um es mal so zu formulieren. So. Des Weiteren ist natürlich zu sagen, wenn ihr mal in irgendeinem Bus etwas macht oder euch anschaut, nein, entriegelt nicht die Dachluken. Hier sieht man auch, Achtung, Unfallgefahr zum Ein- und Ausbau des Deckels zwingend, Hinweise in Betriebsanleitung beachten. Ja, also das ist hier alles nicht so, dass man das hier mal so machen kann. Da sollte man schon Ahnung von haben. Ich habe die natürlich nicht. Dementsprechend bin ein Laie. Ne? Deswegen, wie schon gesagt, ist das hier kein Video zum Nachmachen. Wie ich glaube ich auch schon gesagt habe, ist dieses Fahrzeug jetzt für heute außer Dienst. Bedeutet für Werkstattzwecke eben reserviert. Und somit besteht auch jetzt nicht die Gefahr, wenn jetzt plötzlich Schienenersatzverkehr oder eben ein kurzfristiger Einsatz für dieses Fahrzeug kommt, dass der hier ausrücken muss, sondern der ist eben heute für die Werkstatt reserviert. So, jetzt haben wir hier drüben noch eine Schraube, die lösen wir jetzt einmal und dann ist der Deckel auch gleich schon lose. Ja, genau, das sollte eigentlich nicht passieren, denn die brechen sehr leicht. Ja, diese Deckel sind, man könnte sagen, etwas gewöhnungsbedürftig in der Handhabung. Aber gut, die Schraube hier, glaube ich, kam auch mal nachträglich rein, weiß gar nicht. So, und jetzt haben wir auch gleich schon, zack, den Deckel einmal weg. Und ihr seht, ja, ihr seht schon jetzt, da fällt Dreck raus. Ja. Das ist eine sehr dreckige Angelegenheit. Wer das auf meinem Instagram-Kanal oder Instagram-Account gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Denn das ist wirklich
nicht sehr appetitlich. Deswegen lege ich jetzt auch mal mein Handy weg und stecke das in meine Tasche. Nun ist es so, ja gut, jetzt ist der Rahmen hier weg, schaut ein bisschen dumm aus, aber was jetzt? Es ist so, diese Leisten hier oben sind einmal hier in diesen Verankerungen befestigt, also einmal hier und hier. Und dann in der Seite reingesteckt. Ja, wie kriege ich nun den Spaß hier raus? Das ist recht einfach. Ich löse also diese Leisten hier vorsichtig mit einem Schraubenzieher. Eigentlich kriegt man das auch oft per Hand raus. Jetzt gerade irgendwie will es gar nicht raus. Jetzt, glaube ich, bewegt sich da langsam was. Ja, auch nicht. Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit, hier mit Dichtungsschaber reinzugehen. Leck, ich bleib die ganze Zeit an der Kamera hängen. So, jetzt hat er mich. Nicht ich, nicht so. Jetzt hab ich ihn so. Jetzt können wir hier also vorsichtig diese Leiste hier herauslösen. Das ganze Zeug natürlich irgendwo geordnet hinlegen, dass man das auch dann später wieder wiederfindet. Sollte aber selbst erklären. Und jetzt sieht man schon, ja, man kann da oben durchsehen. Und somit eben können wir hier dran auch weiter agieren. Leck, ich bleib die ganze Zeit mit der Kamera hängen. Das regt mich gerade etwas auf. Aber jetzt irgendwie etwas schräg hier. Ich weiß gar nicht, ob derzeit schon die Reaktionen auf mein vor ungefähr 2 Stunden online gegangenes Video, leck ist es ein Dreck, Video gekommen sind. Das war nämlich das Video über die über das IBIS 3 oder nicht IBIS 3, MAS 3. Gut, jetzt haben wir hier den ganzen Spaß. Wir sehen hier ist ganz schöner Schaumstoff. Das ist auch ganz toll, weil der löst sich nämlich dann immer irgendwann auf. Dann hat man eine riesen Sauerei danach. Jetzt ist es so, wir können relativ einfach diese Dinger hier nach unten ziehen. In der Mitte, schön mittig. Und uns dann im Idealfall, so wie es jetzt funktioniert, eine Seite aussuchen, wo wir es als erstes aushängen. Schließen hier die Lampe ab. Und hier ist es jetzt auch wieder, ich sage mal, etwas gefährlich. Denn diese Lampen lösen sich dann mit der Zeit. Dementsprechend werde ich den Lampenkörper an sich nun hier entfernen. Jetzt können wir einmal hier rüber rutschen und quasi die Lampe auf der anderen Seite oder die Wut hier aus der anderen Seite auch noch rausmachen. Das hält soweit erstmal. Die ist auch nicht mehr fest. Das bedeutet, die werde ich auch gleich hier rausmachen, bevor uns der Spaß dann runterfällt. Man sieht auch, hier sind eigentlich diese ganzen Stecker wunderschön ummantelt mit so komischen Schaumstoffgedöns irgendwas. Und jetzt können wir. Und jetzt, man achte auf den Boden, kommt jetzt hier schön viel Dreck raus. Und jetzt müssen wir einmal aufpassen, dass uns die Gläser der Lampen nicht rausfallen. Man sieht, man muss hier einiges beachten, bevor man eben dann wirklich soweit ist. Hier, das Glas ist im Übrigen schon gebrochen, wie man sieht. Das hier unten aber, glaube ich, noch nicht. Hoppala. So. Und jetzt haben wir auch schon den Spaß hier einmal draußen und wir sehen, ja, alles schön dreckig. Wir werden das jetzt natürlich auch so umdrehen, dass wir jetzt nicht mit der dreckigen Seite an die Sitze rankommen. So, stellen wir das einmal hier hin. Jetzt werde ich einmal kurz meine Handschuhe ausziehen, um die Kamera etwas zu richten. So, wir sehen jetzt. Im Übrigen werden wir jetzt, na, den Motor werden wir jetzt nicht ausmachen. Jetzt brauchen wir den jetzt nämlich. Wir sehen, das ist die Außenhaut eines Busses und man sieht auch, die ist sehr dünn. Wenn ich nun mal einmal hier oben mit der Kamera rausgehe, sollte man das eigentlich sehen, dass sich dieses Dach hier sehr leicht durchdrücken lässt. Deswegen, das erklärt das ganze Phänomen, wenn der Motor des Busses aus ist und es regnet, hört man das immer sehr laut. Ja, hier hat irgendjemand lackiert, nachdem die Druckluftleitungen schon da waren. Das ist eigentlich nicht so schlau, aber gut. Genau. Und hier haben wir jetzt schon unsere beiden Dachlüfter. Wir testen einmal, oh ja, der geht schon recht schwer und der hier geht recht leicht. Das heißt, meine Vermutung würde schon mal hier auf den hier fallen. Ja, wir haben auch hier die Innenlautsprecher für die Innenansage. Hier jetzt keiner, aber da ist einer. Und hier haben wir eben die Leitungen für die Lampen. Man sieht auch hier, ja, das kommt dann alles schön runter. Und man sieht auch, ja, der Dreck ist real.
Nun werden wir uns einmal hier diese wunderschöne Kappe hier einmal abnehmen und einfach einmal diesen Dachlüfter hier abschließen. Um quasi, jetzt müssen wir quasi mögliche Fehlerquellen ausschließen. Wir sehen, da ist alles zusammengeschlossen. Nun gehen wir einmal vor. Ich ziehe mal die Handschuhe aus, weil da vorne wollen wir jetzt nichts dreckig machen. Nun gehen wir einmal vor. Ja, Inverter 2 keine Verbindung. Schalten einmal die Dachlüfter an und warten einmal kurz, ob wieder ein Fehler kommt. Und schauen dann einmal kurz hinter. Schauen wir mal. Ich würde jetzt mal sagen, es kommt kein Fehler. Ich weiß aber gerade noch nicht. Schaut gut aus. Nee, schaut gut aus. Jetzt schauen wir einmal hinter und schauen mal, was unsere Dachlüfter machen. Aha, wir sehen, der Dachlüfter dreht. Der hier dreht nicht, ist auch abgeschlossen. Jetzt schließen wir den mal an. Und sie gehen. Willst du mich verarschen? Gut. Jetzt schauen wir einmal. Gehen mal vor. Schauen, ob Fehler Dachlüfter kam. Ja, ich habe es piepen gehört. Der kam. So, jetzt der Erklärbär. Warum kam der jetzt? Der Multiplex-Knoten, welcher im Heck sitzt, A418, den ich euch vorhin gezeigt habe, der misst den Strom, den der ganze Spaß jetzt hier zieht. Wir sehen auch, jetzt stehen sie schon wieder. Mache ich den jetzt ab, wird der hier gleich wieder anfangen zu rühren. Zumindest, wenn ich einmal kurz den Schalter aus und wieder angemacht habe. Der misst den Strom, der gezogen wird und hat einen Sollstrom. Der Sollstrom sollte, Wortspiel, im besten Fall nicht überschritten werden. Warum überschreitet dieser Sollstrom nun? Wenn wir uns einmal anschauen, wie schwer sich dieser Dachlüfter hier drehen lässt und wie leicht sich im Gegendessen dieser Dachlüfter hier drehen lässt, haben wir, glaube ich, unseren Fehler schon gefunden. Dann gehen wir einmal kurz wieder vor. Fehler Dachlüfter liegt an. Dachlüfterausgang ging auf Störung. Schalter aus, Schalter an. Wir gehen einmal wieder hinter und schauen uns einmal den ganzen Spaß hier an. Und sehen, aha, der dreht wieder und zieht die Luft nach außen. Der ist abgeschlossen, dreht nicht. Jetzt können wir das ganze den ganzen Spaß wiederholen. Wenn wir den jetzt wieder zusammenschließen, werden wir merken, okay, nach kurzer Zeit gehen beide aus und der vorne geht auf Störung. Unser Fehler ist somit gefunden. Das bedeutet, Dachlüfter, Fahrtrichtung rechts, ist defekt bzw. klemmt. Wir schalten nun einmal den Ausgang aus und greifen zu einem anderen Werkzeug, und zwar zu einem Schlüssel. Jetzt ist die Frage, das müssten 10er eigentlich sein. Habe ich jetzt gerade hier einen, das ist ein 8er. Habe ich jetzt halt hier gerade keinen. Wir nehmen einen von denen hier. Nehmen einfach mal den ganzen Satz mit hinter. Wir können auch im Übrigen, jetzt können wir tatsächlich mal den Motor ausmachen. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Den machen wir jetzt einmal aus. Lang genug gelaufen. So, jetzt ist es so, dadurch, dass wir uns dadurch relativ gut erdenken können, dass der Fehler durch den etwas blockierenden Dachlüfter kam, können wir nun mehrere Sachen unternehmen. Wir werden nun als erstes einmal, schauen wir, ob das die Kameraposition sollte passen, wir werden nun als erstes einmal den hier etwas sauber machen und dann sehen wir, aha, da haben wir eine. Oh nee, das ist keine Mutter. Oha, oder? Oder bin ich jetzt bloß gerade... Nee, das ist keine Mutter. Wir haben da wahrscheinlich einen Sprengring verbaut. Das heißt, den kriegen wir so leicht hier nicht raus. Okay, dann wird das Ganze jetzt schon etwas schwieriger. Jetzt müssen wir einmal schauen. Ich weiß nämlich gerade selber nicht, wie diese Dachlüfter hier montiert sind. Okay, da sind drei Hutmuttern und an denen ist der Dachlüfter befestigt. Gut, das heißt, wir werden nun einmal, das sind 10er wahrscheinlich, werden diese drei nun einmal aufmachen und dann müssten wir theoretisch den Dachlüfter entnehmen können.
Aha, jetzt Nummer 1. Jetzt müssen wir mal überlegen, so rum. Die gehen schon einigermaßen schwer. Dreht sich da was mit? Sollte nicht. Tut auch, glaube ich, nicht. Ne, da stimmt irgendwas nicht. Warte mal. Wo ist denn das hier hin? Das ist auf dem Teller da. Schau mal. Dreht sich da. Aber da dreht sich nichts mit. Das ist, entweder wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder es ist ein Linksgewinde und wir drehen das jetzt eigentlich die ganze Zeit falsch rum. Oder wir machen das richtig rum und das ist bloß extrem fest. Probieren wir mal andersrum. Nee, Kann nicht sein. Okay, ich glaube, das hat sich erstmal erledigt. Denn wenn wir den jetzt abschrauben, wird uns hier alles auseinanderfallen. Wir haben hier noch welche, dann machen wir halt die mal auf. Ziel ist jetzt erstmal, den Dachlüfter vom Dach runterzukriegen. So am besten nicht. So, aha, den gehen schon mal leichter. So leicht nun doch wieder nicht. Gehen wir mal hier runter, dass ihr auch ein bisschen was seht. Schauen wir mal, da dreht sich, sollte sich nichts mit drehen, tut es aber. Ist leicht. Gott, diese dumme Kamera, Herrgott. Muss ich mich echt dran gewöhnen. Da dreht sich was mit. Haben wir da unten denn? Ja, da haben wir auch eine Kontermutter. Oh, leck. Das ist doch kein so kleines Thema, wie ich dachte. Aber das braucht man eigentlich gar nicht machen, weil hier hinten kommen wir spätestens nicht mehr ran. Da müsste man jetzt tatsächlich außen aufs Dach. Beziehungsweise nicht aufs Dach direkt, sondern mit einer Leiter aufs Dach. Gut. Ja, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, ne? Den Dachlüfter kriegen wir so leicht erstmal nicht lose. Er geht aber jetzt recht leicht. Im Gegensatz zu dem, aber nee, man sieht auch, der hier dreht viel länger als der hier. Ja. Oh Gott. Jetzt haben wir eine Möglichkeit. Wir können jetzt einmal was ausprobieren. Nehmen wir einmal. Ja, das ist jetzt die Frage, was wir da jetzt nehmen. Ich würde jetzt tendenziell WD-40 nehmen. Habe ich jetzt aber, glaube ich, gar nicht dabei. Doch, hätte ich sogar dabei. Mal noch irgendwas Sprühfett oder so wäre jetzt nicht schlecht. Habe ich aber, glaube ich, gerade nicht an Bord. Voilà. Ziel Filmspray, was ist das? Ich habe so viel, das ist ja, glaube ich, Kontaktspray, ne? Ja. Okay, gut, dann probieren wir es mal mit WD-40. Jetzt kommen wir da bloß, haben wir bloß keine Kanüle dafür, ne? Jetzt kommen wir da dann irgendwie. Ja gut, wir können es probieren. Es kann nur funktionieren, eventuell. Naja. Probieren wir das halt mal. Und zwar sprühen wir jetzt einmal hier. Das Ding ist, ich glaube, der Motor sitzt da oben drin. Oh Gott. Irgendwie ist auch hier nicht mehr viel übrig von dem Ding. Nee. Da kommt schon was raus, also so ist es nicht. Ja, nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Schauen wir mal. Aber es tut, glaube ich, nichts an der Tatsache, dass sich da recht wenig dreht. Nein, dreht sich immer noch recht schwer. Dieses leichtgängig machen von Lüftern ist immer so eine Sache. Ja, was machen wir nun? Dann können wir mal, mein Gott, können einmal noch mal hier schauen. Das ist ein Sprengring. Also den Rotor an sich kriegen wir auf jeden Fall mal nicht runter, da ist ein Sprengring. Ist ein Sprengring drauf hier. Wenn man den dagegen anschaut, der geht viel leichter. Sieht, ich würde jetzt fast sagen, dass der schon mal gewechselt wurde, aber nee. Probier jetzt einfach mal nochmal einzeln, dreh hier nochmal weiter. Auch wenn ich glaube, dass wir dann hier die Schraube oder die Mutter abreißen.
biegt sich da denn was? Weil das sind zwar so, ja, wie soll man sagen, Konter. Oh, da tut sich was, da tut sich was. Ist das denn eine Schraube oder ist das? Das müsste, glaube ich, eine Mutter sein. Das ist auf jeden Fall eine selbstsichere Mutter. Das wäre auch ein Indiz dafür, warum es so schwer geht. Und ich habe heute Morgen noch überlegt, ne, nimmst du einen Ratschenkasten mit, brauchst du vielleicht? Ja. Aha. So, die erste wäre jetzt unten. Gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal die anderen beiden noch runter und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt tatsächlich eine Ratsche gefunden und habe mal, ich muss mal kurz wieder aufs Dach hier, so, und habe einmal, so, die Dachklappe oder beziehungsweise die Luke hier abgemacht. Und jetzt können wir einmal schauen, ob wir hier, na, ich glaube tatsächlich, dass das ein, können wir hier irgendwie, aber ich glaube nicht, dass diese Dachlüfter so ohne weiteres reparabel sind. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wir haben einen Ersatzdachlüfter oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt hier eben so, der ist defekt und wird auch jetzt nicht weitergehen. Wir können es zwar einmal testen, aber der wird der Bus wieder Federdachlüfter machen und dann den Zentralrechner zum Schutze abschalten. Wir können es einmal probieren. Starten wir einmal den Motor, der ist jetzt halbwegs warm, deswegen wollen wir kein Gas mehr geben. Und einmal die Dachlüfter an. So. Und noch dreht er sich, zack und aus, abgeschaltet. Beziehungsweise. Nee, ja. Gut. Hat sich erledigt. Der Dachlüfter ist definitiv defekt. So, wie gesagt, jetzt ist es so. Ah, Elektrobus. Gut, können wir den Spaß da wieder ausmachen und hier auch die Zündung aus. Jetzt ist eben die Frage, kriegt man von irgendwo anders einen Dachlüfter her? Wir haben hier relativ Glück, wir haben hier noch einen Ersatzteilspender stehen. Dementsprechend werde ich das einmal kurz abklären. Und dann, ja, würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Bis gleich, tschüss. So, nach etwas kürzer, längerer Zeit bin ich jetzt wieder da. Ich habe jetzt bei einem anderen Bus den Dachlüfter ausgebaut und hier bereits angeschlossen. Das ist das gute Stück und man sieht hier, er lässt sich einwandfrei leicht drehen. Ich hoffe, ihr versteht mich trotz des Windes. Jetzt schrauben wir dieses Ding hier einmal drauf, beziehungsweise stecken es drauf. Wenn das so leicht gehen würde. Wo hängt's? So, jetzt alle. Ja, und ich würde sagen, bevor wir den Spaß jetzt finally wieder zusammenbauen, testen wir es einmal. Ich bin sehr gespannt. Ja. Und natürlich müssen wir auch schauen, dass er in die richtige Richtung dreht. Der müsste also eigentlich so rumdrehen. Schauen wir mal, ob er das tut. Das bedeutet, wir gehen wieder vor. Setzen uns an die Schaltzentrale, machen erstmal die Tür zu. So, was? Niveauregulierung Fehler. Gut. Es ist ja ein Traum. Jetzt weiß ich bloß nicht. Kann man den. Wir schließen ihn einmal kurz ab und schauen, ob er auch richtig rumdreht. Ja, tut er. Oder? Ja, macht er. Einwandfrei. So, und. So. Ihr seht, die Dachlüfter funktionieren wieder einwandfrei. Wir lassen sie jetzt mal ein bisschen laufen, um zu schauen, ob auch der Fehler erloschen ist. Ist jetzt, was ist denn eigentlich mit diesem Entwerter? Irgendwie macht der. Der ist ja lose. Willst du mich verarschen? Wer hat denn den lose gemacht? Und der entriegelt sich auch nicht, verriegelt sich. Jetzt echt? Willst du mich verarschen? Ja gut, ich würde sagen, bei dem ist der Zylinder, der das Ganze sperren soll, würde ich jetzt mal sagen, kaputt. Gut, legen wir den erstmal dahin und den kümmern wir uns später. Kommt wahrscheinlich auch so ein schöner, hier, T-Compact 2 ist es, ne? Ja.
Und wir sehen nichts, das ist das Gute. Keinen Fehler. Dachlüfter aus, wir hören hinten, Dachlüfter gehen aus, es kommt auch kein weiterer Fehler. Einwandfrei. Machen wir, na, lassen wir den Motor an. Obwohl, nee, dann versteht ihr mich nicht so gut, machen wir den Motor wieder aus. So. Und basteln wir den ganzen Spaß einmal wieder zusammen. Ich habe das Ganze jetzt hier mit solchen Kabelbindern hier gemacht. Nicht Kabelbindern, was laber ich denn? Solchen Kabel, wie nennt sich das Spaß denn hier? Von Haupa. Schrumpfstoßverbinder. Also ich sag euch, so einen Scheiß hier, weil anscheinend kann man Schrumpf, also man kann ja diese weiteren Enden hier, diese hier, zusammenschweißen lassen quasi. Also so einen Kack habe ich glaube ich noch nie gekauft. Ich habe mit diesem Dremel, ja, dem Dremel Veratix oder wie der heißt, Veratix, irgendwie so, habe ich da bestimmt, der ist immer noch heiß, habe ich bestimmt 15 Sekunden drauf gehalten und was sich da bewegt, es ist fast nichts. Ja, also das ist wirklich nicht gerade das Beste, aber gut, Baumarkt, ne? Was will man erwarten? So, der ganze Spaß sieht jetzt so aus und ich, Profi, habe es natürlich falsch gemacht, ich hätte da durchgemusst. Jetzt ist die Frage, ach nein, komme ich da irgendwie nochmal durch oder darf ich jetzt echt den ganzen Spaß noch einmal auseinander machen und nochmal neu zusammen machen? Ich glaube, es läuft aus zwei Dingen. Es sei denn, ich kriege hier einen so einen Stoßverbinder, kriege ich da immer durch. Theoretisch müsste es gehen, dass ich die Stecker hier auspinne und dann quasi einen nach dem anderen da durchziehe. Der obere war ja schon locker. Ja. Wie ist es mit dem unteren? Der ist noch fest. Können wir aber nachhelfen? Brauchen wir einen Schraubenzieher? Haben wir jetzt aber hier? Doch, haben wir hier. Oder passt der? Das ist zu groß. Zack, ja, da kann man reingeblieben. Einwandfrei. Warte, wir haben ja hier gerade mal was rumfliegen. Nehmen wir den hier. Der schaut gut aus. Und wenn wir Glück haben, können wir jetzt den ganzen Kack da einmal durchfädeln. Dann müsste ich wenigstens nicht nochmal alles neu machen. Und. Na, was los? Ist ein bisschen. Das ist immer ein Gepfrieme, wenn man halt nicht die richtigen Ausdrückwerkzeuge hat. Da wirklich. Ach, ja, wunderbar. Jetzt müssen wir uns natürlich merken, die Leitung 25329 war die Plusleitung. Genau, jetzt können wir mal schauen, müssten wir eigentlich theoretisch den ersten hier durchfädeln können. Der müsste dann eigentlich auch oben wieder ankommen. Schaut gut aus. Ja, einwandfrei. Und den auch. Wunderbar. Jetzt klettern wir hier einmal wieder ganz professionell aufs Dach. Schauen wir mal, dass ihr auch da was seht. Sollte ganz gut passen so. Und dann gehen wir einmal hier durch. Einfach weil ich gewusst, dass das so leicht geht, hätte ich die gar nicht abschneiden brauchen. Sondern hätte sie direkt wieder schön zusammenbasteln können. Aber gut. Ich schaue, dass ich die Kabeldinger hier drin lasse. Nee, noch nicht rein. Schieben wir erstmal hier wieder die Leitungen durch. Da müssen wir doch mal hier irgendwie so hinlegen. Nicht gerade die angenehmste Arbeitsposition hier, aber gut, das sei mal dahingestellt. So, sind wir unten, mit dem sind wir schon wieder draußen. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder ein bisschen schauen, dass wir den da irgendwie einfädeln können, aber das sieht, ach so, ja, jetzt hängen wir an dem hier, der muss natürlich erstmal hier durch. So, jetzt sind wir mit dem ersten schon mal da. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass das der größte Scheiß auf Erden ist? Seht ihr das gerade überhaupt? Der Schrumpfverbinder ist jetzt irgendwo da mittendrin. Den müssen wir eigentlich gleich mittels diesem Schrumpfverbinders. Ah, da ist er wieder. Ah, leck ist das ein Scheiß. Und den jetzt hier noch durchziehen. Wahrscheinlich fehlt jetzt der. Nein, der ist drin. Oh, einwandfrei. So, dann können wir den hier drüber schieben. Wieder irgendwie. Dann tun wir den halt. Jetzt kann ich mal zeigen. So, mal schauen, ob ihr das seht. So. Jetzt halten wir da mal drauf. Der hat jetzt gerade eine Betriebstemperatur von ca. 250. Es dampft zwar schön, aber bis da sich was zusammen, ihr seht es ja. Es dauert schon, jetzt geht es aber tatsächlich erstaunlich gut. Mal die hier oben noch schnell.
Aber das dampft schon extrem irgendwie. Naja, Gott. Lassen wir es mal dabei, bevor jetzt hier gleich die ganze Bude abfackelt. Riecht auch sehr angenehm. Einmal wieder hier hoch. So. Dann tun wir jetzt den Dachlüfter-Spaß hier einmal wieder da oben drauf. Da sollte es im Idealfall nicht reinregeln. Dort sollte es aber auch nicht, weil wir jetzt da hier wieder die Kappe drauf machen. Die tun wir mal. Ja, da runterschmeißen. Und dann tun wir die hier einmal da oben drauf. Und wir sehen gleich vielleicht, dass es hier hinten noch nicht passt. Das ist jetzt, ja. Wieso, da passt es, passt da irgendwie. Ich muss nochmal weiter hoch. Ach so, weil die hier noch gar nicht richtig drauf ist. Gut, noch einmal den hier runter. Jetzt. Jetzt den Teller wieder drauf. Ihr seht es natürlich jetzt erst, wunderbar. Ach Gott. So. Leck mich am Arsch. So. Einmal wieder hier runter. Und jetzt müssen wir schauen. Brauchen wir mal irgendwie Handschuhe. Haben wir da unten drin. Die sollten wir am besten weglegen, sonst fahren wir da gleich drüber. Ich sehe es nämlich schon kommen. Schon kommen. So. Und einmal. Da brauchen wir jetzt diese drei Muttern hier. Die sind im Übrigen sehr abreißgefährdet, diese Schrauben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich die nochmal drauf kriege, bevor sie abreißen. Naja, gut. No risk, no fun oder no risk, no repair. Das ist, weiß nicht. Gut. Einmal hier hoch. Kommen jetzt natürlich wieder die Unterlegscheiben drauf. Zack, zack, zack. Irgendwo muss noch eine sein. Wo ist denn da? Seht ihr das jetzt wieder? Ja, das jetzt wieder. Jetzt schauen wir hier. So. Ach, Leute. Bisschen windig hier oben. So, aber jetzt sollten wir es haben. Jawohl. Jetzt drehen wir die hier einmal fest. So viel zum Thema, jetzt drehen wir die hier einmal fest. Ich will die ehrlich gesagt gar nicht so bombenfest drehen, weil ich tatsächlich echt Angst habe, dass mir dann die Schrauben abbrechen. Aber das sieht ja schon recht gut aus. Wir müssen einmal kurz runter, einmal kurz wieder Blut in die Arme fließen lassen. In der Zeit können wir ja hier einmal den Stecker zusammen machen. Plus haben wir gesagt, war unten. Jetzt werden sich die nicht mehr verriegeln, ne? Exakt. Brauchen wir einmal kurz einen Schraubenzieher. Wir müssen einmal diese, seht ihr das? Einmal diese Nase hier wieder ein bisschen aufbiegen. So. Und hier dasselbe. Die hat sich nämlich schon vorher nicht mehr verriegelt. Das war jetzt etwas zu viel. So ungefähr da noch ein bisschen. So. Jetzt müssen wir wieder schauen, wo ist hier die Nase? Die Nase ist da, das heißt so. So. Und so. Und der Spaß passt zusammen. So, ja, danke, Entwerter. Jetzt schauen wir einmal kurz. Da kommen wir hier so ran. Einmal, wenn wir die hier noch festschrauben. So, wie schaut das jetzt aus? Ist das fest? Schaut tatsächlich gut aus. Steht ein bisschen schräg drauf, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so. So, und jetzt beginnt der eigentlich schöne Teil wieder an dem ganzen Scheiß.
Nämlich dürfen wir jetzt diese ganze Dachverkleidung wieder hier hin basteln. Und danach wird es ungefähr doppelt so scheiße hier aussehen wie jetzt. Eh schon. Ja, es passt an sich so. Wir werden uns bloß noch mal Karl Willner schnappen. Und da dann die Kabel festmachen. Ja. Oh, Mama, den hier, den Kollegen da. So, und jetzt brauchen wir die Kabelbinder. Die sollten doch eigentlich hier drin sein, oder bin ich jetzt blöd? Da sind sie ja. Nee, Geschmack, was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich habe ja noch welche. Schöne schwarze, die sind, glaube ich, etwas stabiler. Stabiler? Ja, stabiler. So, und jetzt. Gib ihm. So, jetzt machen wir einmal hier den ganzen Strang hier einmal zusammen fest. Das sind nämlich Dachlüfter alles. Und dann brauchen wir nochmal einen. Bleibt die ganze Zeit mit der Kamera hängen. Aber das ist ja nichts Neues. Machen wir einmal da noch so. Und dann sollte das, wenn wir das so ein bisschen zusammendrehen hier, auch echt angenehm aussehen. So, pff, Gott, leck mich am Arsch. Ach, du Scheiße. Ja. Was meine ich wohl mit, das ist sehr schmutzig hier. Jetzt mal kurz den ganzen Kappes hier weg. Das sind vom Schrottbus die abgerissenen Schrauben. Nein, sind nämlich alle drei abgerissen. Wunderbar. Den brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Ja, jetzt beginnt der eigentlich spannende Teil. Wir haben natürlich kein doppelseitiges Kleber. Das heißt, wir können auch diese dummen Dinger da oben nicht wieder reinmachen. Das heißt, wir müssen es einfach da irgendwie. Oh Gott. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich sage, ja, danach wird es doppelt so schlimm hier aussehen. Ja, gut, vergiss es. So, jetzt, ach Gott. Wo ist hinten? Da ist hinten. Das heißt. Wir nehmen jetzt einmal dieses wunderschöne Dings hier. Drehen es schon einmal richtig. Seht ihr das? Ich will da gar nicht mit der Hand hinfassen, aber es geht, glaube ich, nicht anders. So, drehen das einmal so. Und legen das nun. Das habe ich jetzt etwas dumm gemacht. Ich muss jetzt hier einmal dazwischen. So. Und dann können wir das hier einmal oben drauf legen. Auf diese Haltestangen hier eigentlich. Bin ich jetzt dumm? Das muss auch gehen. Ja, genau. Das ist nämlich genau in solchen Abständen, dass es irgendwie geht, meine ich. Das ist so wahr. Irgendwas im Auge, aber ich glaube, das ist nicht schwer, hier jetzt gerade was im Auge zu haben. Ja, weil irgendwie ist jetzt halt lang. Aha, so. Jetzt kann man das nämlich hier einmal so farbenhübsch drauflegen. Leck ist das eine Sauerei. Gut, nun ist es so. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal mit der Seite an. Machen da mal das Lämpsche wieder rein, das Lämpsche. Das ist an sich egal, welche das war, aber da steht keine E-Nummer drauf. Passt, left, brauchen wir noch ein Glas dazu. Aber so. Dann kommt jetzt also irgendwie hier dieses Glas hier rein. So. Dann diese Lampe hier rein. Normalerweise würde die jetzt so zusammengedreht werden, das geht hier nicht mehr. Und jetzt schließen wir das einmal hier an. Nun werden wir. Jetzt kommt der Punkt, wo Frosch in Wasser rupft. Jetzt werden wir nämlich den Spaß hier einmal. Das ist so ein Dreck. Es ist so ein Dreck, ne? Und ich hasse es jedes Mal wieder aufs Neue, diese Scheiße hier wieder zusammenzubauen. Vor allem, wenn man alleine ist. Das ist halt alleine eigentlich wirklich keine Arbeit für jemanden alleine. So. Das, die eine Seite ist jetzt drin. Zumindest fast. Weil das hier hinten eingeklemmt ist, oder wie? Ja. Geht auch gar nicht anders gerade irgendwie. Naja, gut. Ist denn jetzt hier, reicht denn der Abstand? Na, nicht ganz. Seht ihr das wieder nicht, ne? Doch, hier sogar. Nee, ich will nicht die nach. Oh.
passt denn hier der Abstand wenigstens? Ja, nee. Das heißt, einmal hier wieder raus. Ach, na, war das schon? Hat es schon gereicht? Das schaut gut aus. Und das schaut auch ganz gut aus. Einwandfrei. So, jetzt. Machen wir einmal hier oben den Spaß dahin irgendwie halbwegs. Na, ist egal. Dann brauchen wir jetzt unsere zweite Lampe hier. Ich glaube, solche Arbeiten gehören wirklich zu den meist gehassten Arbeiten eines Kfz-Mechatronikers im Bereich Nutzfahrzeugtechnik, der hauptsächlich mit Bussen zu tun hat. Ich glaube, das ist sowohl eine der mit schmutzigsten Arbeiten, zumindest bei solchen alten Bussen, als auch eine der ungeliebtesten. Ich denke mal, ihr seht, was ich meine. Und jetzt einmal den Spaß hier drüben. Oh Gott, einmal das Zeug hier drüben rein. Na, so. Schaut gut aus. Und jetzt ist das also hier schon drin, da auch. Jetzt muss man das im Endeffekt einmal nur noch in der Mitte elegant nach oben drücken. Einwandfrei. So. Nun können wir die Handschuhe ausziehen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ihr was seht. Ich werde mich gleich drum kümmern. So, ihr seht, die Dachverkleidung ist jetzt soweit wieder mal drin. Nun werden wir uns hier diese Leisten nehmen. Die müssen natürlich auch wieder rein. Oh, ich sehe gerade hier, rausstellen. So, die Leisten. Fangen wir mal mit der hier an. Falls die jetzt nicht passen sollte, kratz ich ab. Aber schaut recht gut aus. Passt sogar fast. Ja, hallo. Was ist hier los? Wo ist denn hier der nächste Clip da? Jetzt allein. So, einwandfrei. Wieso sage ich eigentlich die ganze Zeit einwandfrei? Weil so ganz einwandfrei ist es ja jetzt hier gerade nicht. Seht ihr das eigentlich, was hier für einen Staub ist durch die Gegend? Oh, diese Kamera. So. Mal hochdrücken. Nee. Nee, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, ne? Ach, leck, jetzt passt es nicht. Jetzt passt es echt nicht, ne? Ich glaub's nicht. Gut, jetzt machen wir eins. Nehmen wir hier noch etwas unsanftere Methoden auch. Ja. Will man eigentlich diesem Fahrzeug nicht antun, aber ich habe gerade echt überhaupt keinen Bock, das nochmal alles auseinanderzubauen. So. Tada, der Hammer. Und jetzt müssten wir theoretisch, dadurch, dass es ja alles so mehr oder weniger in seinen Halterungen ist, geht eigentlich schöner, ne? Aber funktioniert, glaube ich, erstmal soweit. Seht ihr das? Heilige Scheiße. Oder jetzt weiß ich gar nicht, ist das Video jetzt beendet oder nicht? Ich hoffe nicht. Ne, ist es nicht. Aber die Kamera ist fast leer. Dementsprechend werde ich es jetzt zusammenbauen und dann sehen wir es gleich nochmal. So. Ja. Ich habe jetzt hier einmal wieder alles zusammengebaut. Den Rahmen hier, alles wieder fest. Ja, Dachluke ist getestet, die funktioniert auch wieder. Jetzt sehe ich gerade, Klappe hier hinten ist noch offen. Kommt natürlich wieder zu. Und dann einmal kurz den richtigen Schlüssel suchen. Wo ist er? Das ist er. Natürlich auch hier abschließen, dass hier niemand rangeht. Mal ganz kurz testen. Sollte jetzt hier abgeschlossen sein. Einwandfrei. So. Der Schlüssel hier wieder. So. Und jetzt würde ich sagen, machen wir den finalen Testlauf und schauen mal, ob es läuft, ne? So. Zum Hören. Oh, da schaut einwandfrei. Was haben wir denn jetzt für eine Feder? Ach so, Niveauregulierung bringt er dann gelegentlich. Sollte aber Luftfedervorrat zu gering. Naja, gut. So. Dachlüfter an. Kein Fehler. Jetzt. Guck mal, ein kleiner Profi-Trick. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt hier funktioniert, aber gut, weil die Dachlüfter recht weit weg sind. Aber gut, wir nehmen jetzt mal hier so ein Ding. Wir sehen, das hält natürlich an der Decke sonst nicht. So,
Jetzt gehen wir hinter zu unseren Dachlüftern. Die sitzen ja hier. Und schauen mal. Ah, zieht nach außen und zieht nach außen. Hiermit ist unser Einsatz hier getan. Und der Bus kann nun auch endlich mal wieder sauber gemacht werden. Ich räume mein Werkzeug auch wieder auf. Gehen wir einmal kurz raus, hinter. Und schauen uns den ganzen Spaß einmal von außen an. Ein bisschen schräg steht er da, aber gut. Und wir sehen, mal einmal etwas hier rüber gehen. Schaut alles wieder so aus, wie es soll. Dachluken sind offen. Können wir jetzt auch gleich wieder zumachen. Hinten hängt er irgendwie ein bisschen runter. Das macht mir gerade bereit, mir etwas Kopfzerbrechen. Aber gut, hier muss man mal etwas gerade stellen und dann mal schauen, was dann los ist. Hier ist es ein Wind. Tür zu. Achso, wir hatten auch das Nilo nicht gesperrt. Ja gut. Und kein einziger Fehler. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Einteiler oder ein Mehrteiler wird. Ja, aber wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann werde ich das tun. Ja, ansonsten macht es gut. Bis bald und tschüss.